Auf geht's, Trader. 3D Systems, der klassische Ten-Bagger, der zwischen 2011 und 2013 in aller Munde war und in der Spitze knapp um 1000% stieg, um 920% von 10 Dollar hoch fast an die 100-Dollar-Zone. Aber dann kam die große Ernüchterung und der Ausverkauf. In der Spitze fiel die Aktie sogar auf unter 10 Dollar auf 6 Dollar exakt. Seitdem, seit Anfang 2016, haben wir einen trägen Aufwärtstrend, ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch. Und wenn ich sage träge, gab es dennoch in dieser Zeit immerhin wieder eine Vervierfachung von 6 Dollar hoch auf 22 Dollar oder fast eine Vervierfachung. Das heißt, wir haben hier eine hochvolatile Aktie. Wenn man sich das Ganze im Tageschart anschaut, dann sieht man, dass 3D System Anfang 2013 einen sehr dynamischen Anstieg, verzeihen Sie, 2016 einen sehr dynamischen Anstieg verzeichnete, um mehr als 300% stieg. Und dann gingen wir in eine relativ trendlose Phase über. Und in dieser trendlosen Phase hatten wir immer höhere Tiefs und tiefere Hochs. Bis es der Aktie gelang, aus dieser Konsolidierung auszubrechen. Und das, was bereits einmal durchgeführt worden war, nämlich ein dynamischer Anstieg ein zweites Mal durchzuführen. Ursächlich dafür war die Bekanntgabe des Unternehmens, dass sie zwei neue Produkte in den Markt platzieren konnten, die sowohl die Produktivität deutlich steigerten, als auch die Kosten signifikant senken konnten. Im Anschluss kam es wieder zu einer Konsolidierung, wenn auch einer stärkeren, aber das Ganze lief aus technischer Sicht in Richtung Unterstützungen. Unterstützung, 200-Tage-Linie, auch eine horizontale Unterstützung. Und deswegen konnte man das alles noch aus technischer Sicht als eine Art Pullback bezeichnen in einer sehr volatilen Kursbewegung. Was dann aber passierte ist, hier, Sie sehen hier diese große Kurslücke und diesen massiven Ausverkauf zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der zweiten Quartals, der Daten des zweiten Quartals. Das Unternehmen meldete überraschend einen Verlust für das zweite Quartal 2017. Die meisten Analysten waren von einem Gewinn von 11 Cent pro Aktie ausgegangen. Am Ende kam dabei 1 Cent Verlust raus. Und hinzu kam, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sich überhaupt nicht gesteigert hatte und das Unternehmen auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr deutlich senkte. Und deswegen kam es zu diesem deutlicheren Ausverkauf. Seitdem dieser Ausverkauf stattgefunden hat, sehen wir wenig Kaufinteresse, wenig Volumen, obgleich die Aktie sich im Bereich einer horizontalen Unterstützungszone im Bereich der 11,60, 12 Dollar befindet. Das heißt, der Markt fällt zurück auf eine Unterstützung, hat aber hier im Bereich der Unterstützung keine breiten Käufer, sondern mit wenig Volumen wird diese Unterstützungszone gekauft. Die nächste Unterstützungszone befindet sich hier im Bereich von 10,60 Dollar, 10 Dollar, sowohl aus technischer Sicht als auch aus psychologischer Sicht. Und deswegen gibt es auf der einen Seite sowohl in der Zone, wo sich 3D Systems befindet, als auch darunter, das sind dann aber nochmal 30% tiefer, horizontale Unterstützungen. Aber keine breite Käuferschaft. Erstens. Zweitens, der Markt hat es nicht geschafft, diesen Ausbruch für sich zu nutzen, um diesen Trend fortzusetzen. Ganz im Gegenteil, mit viel Volumen wurde ein tieferes Tief gemacht. Und deswegen sieht diese Aktie aus technischer Sicht angeschlagen aus, ganz unabhängig davon, was für Ergebnisse und für Quartalszahlen erwartet werden können. Wenn auch eine schwache Formation hier zu finden ist, muss man doch konstatieren, wenn man diese beiden Hochpunkte miteinander verbindet und das an die Tiefs setzt und deswegen sage ich eine schwache Formation, weil es wenig Auflagepunkte sind, dann kann es auch sein, dass diese 12-Dollar-Zone auch von einer aufsteigenden Trendlinie unterstützt ist. Unterstreicht aber auch, wie wenig Kaufinteresse aktuell vorliegt. Und rein technisch gesprochen handelt es sich hier um eine bärische Flaggenformation, also der Markt wird ausverkauft und im Anschluss gibt es eine träge Trendkanalbewegung und deswegen
Der Bruch der 12-Dollar-Zone hat eine größere Wahrscheinlichkeit, in Richtung 10 Dollar zu laufen. Und auf der Oberseite muss man sagen, es gibt diverse Widerstände, zumal nicht nur horizontal 14 Dollar, sondern auch diese Ausverkaufskerze auf den Markt drückt. Damit danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, wir haben noch eine Ausgabe zum Beispiel zu Sixt Leasing für Sie oder auch zu den deutschen Automobilwerten. Wenn Sie mögen, sind Sie herzlich eingeladen, sich das anzuschauen. Oder abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal, damit Sie auch weitere Ausgaben zu den Einzelwerten und zu Aktien erhalten können.